Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. I'm a frog. He was green and unknown. She was young and innocent. Together, they came to make it big. You hear that, New York? We're gonna be on Broadway. Theirs is a story of impossible dreams, determination, persistence, and sheer animal magnetism. Hey, sweetheart, I just flew in from the coast. Listen, I got an appointment with your top theater agent here. Say, listen, Lenny, my private plane's double parked outside, so I gotta run, but I got this Bafo Sacco script. You think I'm pretty? Of course you are. You're more than pretty. Gorgeous. Don't push it, Pig. Rats. Hey, how's the coffee? Come on in. And more rats. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 427. Jetzt habe ich kurz gezögert, aber ja, 427 ist richtig, das Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Together Again mit Daniel. Hallo, Daniel. Jetzt tanzen alle Puppen. Hi. Sind die Songs eingedeutscht in der deutschsprachigen Synchronfassung? Ja, ja, okay. Ja. In der Tat. Aber genau, das was ich gerade anfing zu singen, war allerdings natürlich die Titelmelodie von der Muppet Show, nicht von diesem Film. Die kenne sogar ich. Dabei hatte ich sonst keine Ahnung, wie wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt haben. Ja, ich versuche die Ahnung heute Abend mal mitzubringen. Ja. Mal gucken. Mal gucken, wie es mir gelingt. Ich fühl mich ehrlicherweise ein kleines bisschen, ein bisschen überfordert, vielleicht einfach auch schlecht vorbereitet oder irgendwas in der Richtung. Ich habe das Gefühl, auf mir lastet jetzt gerade eine Menge Verantwortung. Mm. Ja, ich fühl mich wie ein bisschen wie Kermit Backstage. Der Druck kommt nicht von meiner Seite tatsächlich, weil du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, mir allerlei Mumpitz zu erzählen und das einfach hier so für als güldene Wissensnuggets irgendwie mir darzureichen, und ich kapiere gar nicht, was du mir für einen Nonsens sagst. Aber der große Mumpitz ist aus der Sesamstraße, nicht von Muppet. Stimmt. Da fängt schon an, okay. Also ich stehe hier stellvertretend für alle Menschen, die nie Muppets geguckt haben, die nie Sesamstraße geguckt haben, wobei ich möchte nicht übertreiben, ich habe auch ein, zwei Folgen Muppets mal gesehen, aber ich habe, glaube ich, keinen Muppets-Film auch mit wachen Augen gesehen, außer vielleicht im allerersten, und ich habe keine besonders lebendige Erinnerung mehr daran. Sesamstraße, wie gesagt, glaube ich, nie geguckt, weil meine Eltern das nicht mochten, aber dieses Thema werden wir gleich vertiefen. Und Daniel ist hier, bringt dir die große Muppets-Expertise mit, möchte ich behaupten, oder? Danke. Oder Enthusiasmus, Leidenschaft, Passion. Nein, ja, das auf jeden Fall. Ich liebe die Muppets ganz, ganz heiß und innig. Umso schlimmer finde ich es, wenn mir was von den Muppets nicht gefällt. Und in den letzten Jahren ist das leider immer häufiger aufgeploppt. Aber ja, also gerade zu der Zeit, als der dritte Muppets-Film in die Kinos kam, über den wir nämlich heute Abend reden, die Muppets erobern Manhattan, 84 war ich ganz, ganz, ganz großer Muppet-Fan, und das hielt sich auch noch bestimmt bis rein in die 90er, und es kommt bei mir auch immer wieder hoch, und ich glaube, der Grund ist, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber sie berühren mich auf eine ganz, ganz komische Art und Weise, auch immer sehr emotional. Wow. Es ist schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich irgendwelche Videos gesehen habe von Kermit und Rove, die irgendwie den großen Signature-Song aus dem allerersten Muppet-Film gesungen haben, Rainbow Connection, als Tribut an Jim Henson, und ich habe das ein oder andere Tränchen verdrückt, weil ich weiß keine Ahnung warum, aber diese Puppen haben es mir halt unglaublich angetan, die so gut wie alles, was eben zumindest in einem bestimmten Zeitraum mit denen gemacht wurde. Und da schließe ich dann übrigens auch sowas ein wie Labyrinth, über den wir schon mal gesprochen haben, oder Dark Crystal, der Storyteller und die Fraggles natürlich. Mm, die Fraggles habe ich gesehen tatsächlich, ja. Ja. Ich habe nämlich auch einige persönliche Bezüge zu Jim Henson, über die wir sicher auch früher oder später noch sprechen werden, aber eben leider nicht zu den Muppets. Welche Hunderasse ist Rove? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ein Straßenköter? Ja, schon, ne? Ja. Also ursympathisch, der Typ, oder das Wesen, aber ich habe versucht zu identifizieren, was er genau ist. Also ja. Mischung aus Flocati, Beagle und Bernardiner. Ja, vielleicht noch ein bisschen Pudel mit bei oder sowas. Mhm. Ja. Keine Ahnung, vielleicht nur Dackel. Nee, Dackel nicht. Die Dackel sehen bei Muppets anders aus. Aber Rove war, glaube ich, auch meine persönliche erste große Liebe bei den Muppets selber. Also ich glaube, als Kind
Sesamstraße. Ich fand natürlich Ernie und Bert toll, das Krümelmonster und Grobi. Und zu meiner Zeit gab es ja auch noch Oskar aus der Mülltonne und Lulatsch und Bibo, also Big Bird. Mhm. Und so, und Graf Zahl und Robert, der Showmaster, also die kannte ich alle in- und auswendig, und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich halt damals, als wirklich in sehr, sehr jungen Jahren, ich musste 3, 4 gewesen sein, als die Muppet Show eben auch noch wirklich live quasi im Fernsehen lief, einfach drüber gestolpert bin, dass sowohl bei der Sesamstraße als auch bei der Muppet Show Kermit halt auftaucht, und ich dachte so bei mir, Moment, aber der ist doch sonst der rasende Reporter. Und jetzt ist er hier der Showmaster und so. Und manchmal erzählt er, wie toll Füße tanzen können. Und hier wird er von Miss Piggy verprügelt. Und er hat eine andere Stimme. Ganz seltsam. Also ich glaube, das hat mich halt sehr fasziniert. Aber gerade halt die Muppet Show habe ich nicht verstanden als Kind. Ich habe immer darauf gewartet, dass endlich wieder irgendwelche lustigen Puppen kommen. Die ganzen Gaststars kannte ich nicht. Ich hatte keinen Bezug zu... Leuten, zu denen ich heute halt Bezug habe, wie Vincent Price oder sowas. Die haben ja wirklich alles, was Rang und Schulden hat, da eingeladen. Und heute freue ich mich total, aber damals habe ich natürlich nicht verstanden, wer das ist. Fand es immer langweilig, wenn die Gaststars gesungen haben, und ich wollte dann endlich wieder sehen, wie Kermit einen Nervenzusammenbruch hinter der Bühne bekommt, weil der dänische Koch wieder irgendwie mit Löffeln wirft oder so. Ah, ja. Aber das ging mir so ähnlich. Ich kann mich ja an ganz wenige Muppets-Folgen erinnern, die ich gesehen habe. Wahrscheinlich dann in der Wiederholung. Das müssen so 2, 3 gewesen sein. Aber ich glaube, der Abschnitt, wo dann eben ab die Gaststars auftraten und dann Kermit anmoderierte von wegen, und hier ist Sammy Davis Jr., saß ich davor und dachte mir, wer? Okay, wer? Geht das auch wieder vorbei, die Musiknummer? Kommen da wieder die lustigen Puppen? Also genau. Ja. Aber wie hat Rove? Rove war, fand ich halt damals schon toll, weil er einfach so unglaublich niedlich ist. Und ich hatte einen Kuscheltierhund, den ich sehr, sehr geliebt habe, und der sah ihm ein bisschen ähnlich. Mhm. Ich glaube, das mag auch so der Punkt gewesen sein. Mhm. Naja, so, jedenfalls, die Muppets. Ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Und es war auch cool, dann eben damals noch die Star Wars-Episode zum Beispiel gesehen zu haben, wo Mark Hamill auftaucht, aber eben auch andere Leute, die bei Star Wars mitgemacht haben. Und dann, das habe ich dann schon verstanden, logischerweise. Mhm. Viele, viele, viele tolle Erinnerungen daran. Und dann kam 84 halt die Muppets erobern Manhattan in die Kinos. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich weiß nicht mal, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich diesen Film nicht im Kino gesehen habe. Ob ich ihn nicht sehen durfte, ob ich nicht alt genug war oder ob was dazwischen kam oder wir waren im Urlaub. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass ich die Muppet Babies Sequenz gesehen habe in einer Vorschau. Und ich fand das total süß und total drollig und ich wollte es ganz dringend sehen, aber ich habe es nicht gesehen. Naja, weiß nicht, keine Ahnung, ein paar Monate später vermutlich, habe ich aber die Comic-Version davon bekommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich mir selber gekauft habe, aber so als Album. Wie ich heute weiß, gezeichnet von Dean Yeagle, den ich viele, viele, viele 30 Jahre später erst wieder entdeckt habe durch seine Mandy-Comics, die er für den Playboy gemacht hat. Sehr, sehr niedlich. Ganz, ganz toller Strich, den er macht. Ein großartiger Künstler, der jetzt durch seine Artbox gerade wieder so ein bisschen populärer wurde. Aber der hat damals halt die Comic-Adaption von Muppets Take Manhattan halt gezeichnet. Und ich habe dieses Comic geliebt. Ich habe das rauf und runter gelesen und ich fand das alles unglaublich lustig und toll und habe mich da so richtig reinversetzt, weil eben natürlich die Möglichkeit nicht bestand, diesen Film zu gucken, und Videorekorder hatten wir noch nicht. Mhm. Ich habe den Film dann, und es bleibt übrigens tatsächlich auch immer noch mein allererster Muppet-Film, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Weil dazwischen gab es dann halt, was ich vorhin gesagt habe, die Fraggles, die ich auch heiß und innig geliebt habe, und im Storyteller und sowas. Und ich habe ihn dann gesehen, als er bei, jetzt hätte ich fast gesagt Premiere, aber es war nicht bei Premiere, es war das Ding, was davor war. Der Teleclub. So ein Bezahlsender für Filme, der jeden Sonntagmorgen halt einen Film unverschlüsselt ausgestrahlt hat, um neue Abonnenten zu generieren, offenkundig. Und da habe ich in dem Sommer, in dem das halt tatsächlich auch mal lief, habe ich ganz, ganz viele Sachen gesehen, die ich dann irgendwie auch aufgenommen habe. Und weil es eben so besonders war, eben auch sehr häufig geguckt habe, da war eben zum Beispiel Muppets Over Manhattan mit dabei. Da waren auch so eine Gurken dabei wie Teen Wolf 2, aber auch Excalibur zum Beispiel. Ja, sehr schön. Und also da wirklich ganz, ganz, das muss alles so, sagen wir mal, vielleicht so 87 rum gewesen sein, 87 bis 89, so in dem Bereich. Viele, viele Filme, Summer School, über den wir auch schon gesprochen haben.
viele Dinge, die halt sehr, sehr, die für mich halt sehr wichtig waren, halt in dem Alter, in dem der Zeit und all das. Und da habe ich dann eben endlich mal die Muppets Are One Manhattan gesehen und habe mich auch schockverliebt. Ich fand den mindestens genauso toll wie das Comic, was ich davor 50.000 Mal gesehen habe, gelesen habe. Und die anderen, die früheren Muppet-Filme habe ich erst sehr, sehr viel später gesehen und fand die erst gar nicht so gut. Ich glaube, den zweiten finde ich auch immer noch nicht so richtig gut. Den ersten habe ich gerade neulich wieder mir angeguckt. Der ist gewachsen. Ich bin gewachsen. Und der funktioniert jetzt wirklich sehr schön aus heutiger Sicht. Und dann natürlich die ganzen Klassiker aus den 90ern, eben die Schatzinsel und die Weihnachtsgeschichte und Muppets aus dem All und sowas. Das kam dann später. Gelten die als Klassiker? Weil ich kann mich daran erinnern, als ich damals im Teenageralter war und die kamen ins Kino, sagten viele eben schon, ach, die Muppets sind quasi so über ihren Zenit hinaus. Das will locker irgendwie keiner mehr sehen. Und da wurde schon immer gesagt, so, ja, aber so gut wie die aus den späten 70ern, frühen 80ern sind die Filme nicht. Na sicherlich, aber man muss natürlich gucken, wer hat das gesagt. Ne? Das wurde schon vermutlich eher Leute in unserem Alter. Ich weiß nicht, was ich damals gelesen habe, aber es muss da wahrscheinlich die Cinema gewesen sein. Also. Ja, das ist auch sicherlich, ich glaube durchaus, dass es auch durchaus berechtigt ist. Ich glaube, dass diese Phase ein bisschen zeigte, dass sie nicht so genau wussten, wo sie hinwollen mit den Muppets, ohne die künstlerische, kreative Vision von Jim Henson. Und ich glaube, dass Brian Henson sein Bestes gegeben hat. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen schwierig war, die Muppets halt irgendwie so einzubinden, dass sie relevant bleiben. Aber wenn man sich halt anguckt, dass so gut wie jedes Jahr zu Weihnachten zumindest halt der Film mit Michael Caine gespielt wird und dass viele ihn eben für sehr, sehr wichtig eben für genau diese Zeit halten, dass die Schatzinsel sehr geliebt wird, alleine durch Tim Curry und dass eben die Muppets aus dem All eben so eine Rückkehr zum Anarcho-Witz waren. Ich denke schon, dass das tatsächlich eine, zumindest aus heutiger Sicht, so was Ähnliches wie eine Renaissance war. Mhm. Weil später kamen dann ja so Sachen wie Der Zauberer von Oz und Muppets Tonight und sowas. Und das funktionierte dann halt alles gar nicht mehr, bis dann eben Dingenskirchen Siegel. Ach, Jason Segel. Jason Segel, genau. Dann eben praktisch um die Ecke kam mit seinem neuen Muppets-Film, der ja ziemlich eingeschlagen hat. Ja, ja. Den ich auch gesehen habe, tatsächlich. Ja. Aber ja, jetzt kommt der Typ, ob der nichts davon gesehen hat. Also ich habe wieder die aus den 80er und 90er gesehen. Ich muss sie wahrscheinlich auch mal mit einem Auge so im Fernsehen geguckt haben, aber wahrscheinlich eben auch wirklich nur so zwischen zwei Werbeunterbrechungen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, den Muppets-Film tatsächlich mal in Gänze gesehen zu haben. Und wir haben ja schon im Vorfeld uns darauf geeinigt, betrachten wir das Ganze mal. Also diese Situation, so von wegen du, große Passion und große Kenntnis für das Franchise und für einfach diesen ganzen Mikrokosmos und ich, keine Ahnung, betrachte das einfach mal als Chance für dieses Gespräch. Besser vielleicht doch, als wenn ihr einfach zwei Fanboys abnörden, die folgenden 60 Minuten. Also ich habe ein paar Fragen, vielleicht kannst du mir gleich ein paar beantworten. Mhm. Ich hatte gerade ganz wüste Flashbacks zu diesen Premiere oder sonst wie Pay-TV-Decoder-Zeiten gehabt, weil es war ja wirklich so an alle Menschen jetzt U40, die sich garantiert daran nicht erinnern, es war oft so, dass diese Verschlüsselung erst einsetzte, kurz nach dem Studio-Logo, aber manchmal eben auch erst Minuten, nachdem der Film begonnen hatte. Ja, ja. Und ich habe ganz viele Filme geguckt, so angefangen, immer mit der Hoffnung, dass irgendwie jemand, der zum Beispiel bei Premiere sitzt und da diese Schalter drückt, vergisst, den Film zu kodieren. Dass man den dann gucken kann. Und man konnte eben dann oft mal zu Primetime wirklich böse, böse Filme ab 18 gucken. So die ersten 3, 4, 5 Minuten und plötzlich war das Bild eben weg. Mhm. Der Ton lief ja weiter. Ja, stimmt. Ja, jetzt hätte man das so ein bisschen handhaben können über diese magische Augebücher, die es eben auch damals gab. Und hätte wahrscheinlich einfach nur so die Augen zu Schlitzen verengen können und einfach oder schließen können und ein bisschen mithören können. Aber nee, war eine gute Zeit, aber war es eben nicht. Wir waren medial sehr viel weniger verfügbar. Heute liegen ja die Muppets einfach bereit quasi zur Abholung oder zur Guckung. Überwiegend mittlerweile bei Disney Plus, die den Großteil der Rechte haben. Überraschenderweise nicht die Rechte an Muppets Take Manhattan und auch, glaube ich, nicht die Rechte an Muppets in Space. Richtig, die gehören Sony. Mhm. Da gibt's, genau, dieser Film ist ja bei TriStar erschienen und ansonsten, ich glaube, weitgehend die Rechte zu Disney abgewandert, auch relativ früh, wie ich mich hier so im Vorfeld eingelesen habe, weil ich glaube, Jim Henson relativ früh auch scharf darauf war, einfach möglichst große Ressourcen sich selber zu schaffen und seinen Puppenspielern, um einfach die Muppets groß zu machen und andere Projekte zu verwirklichen. Ja, in der Tat. Also er hatte relativ bald
Deals gemacht, dass sie eben dann auch in den Disney-Parks zum Beispiel auftauchen können und so. Und es ist halt nie so richtig großartig was draus geworden. Sie haben jetzt vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht so genau, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, wohlgemerkt. Sie haben jetzt quasi das erste ernstzunehmende Crossover mal gedreht, und zwar Muppets Haunted Mansion. Nach dem ziemlich gescheiterten Eddie Murphy Vehikel hat jetzt der zweite Versuch, sich dieser dieser Attraktion zu nähern. Und ansonsten waren die Muppets halt irgendwie als Puppen in den Parks unterwegs und hatten, ich glaube, eine Bühnenshow. Und ich glaube auch sowas Ähnliches wie so eine Art Dark Ride, Achterbahn, ähnlichem Krimskrams, aber nur sehr, sehr kurzfristig und irgendwie ist, glaube ich, dieser. Also ich hab so das Gefühl, dass Jim Henson die Finanzspritze mehr geholfen hat, als dass Disney wusste, was sie mit den Muppets machen sollen. Ja, war eine tolle Zeit für Henson und seine Company. Also ich glaube, kam nicht Dark Crystal im selben Jahr raus, wie Muppets Take Manhattan? Ja, oder ein Jahr vorher, aber so in dem 82 ist Dark Crystal. Okay. Zwei Jahre vorher. Ich hege ja eine große Liebe für den Film und wir werden eines Tages drüber sprechen. Oh ja, bitte, sehr gerne. Ich war immer so ein bisschen kritisch die letzten Jahre. Ich habe tatsächlich das große Glück gehabt, vor einiger Zeit ihn einfach mit meinem Sohn noch mal wiederzusehen. Gar nicht so wirklich mit einer großen Erwartungshaltung, weil ich dachte, er würde einfach den Raum verlassen, weil er sagen würde, auch es wird zu creepy. Und ich dachte, ich habe einfach Bock drauf, weil ich ihn einfach auch in mein Buch einbinden wollte, diesen Film. Übrigens glaube ich auch die Fraggles zumindest mal genamedroppt werden und auf jeden Fall der Storyteller, aber dazu vielleicht ein andermal mehr, weil das sind alles so Jim Henson-Produktionen, die ich über alles liebe. Oder zumindest, die mich irgendwann mal sehr, sehr verängstigt haben. Aber nee, er ist geblieben und ich habe den Film irgendwie nochmal neu lieben gelernt und dachte, naja, deswegen irgendwie auch jetzt mal eine sehr, sehr große Bereitschaft, als du sagtest, hier Muppets Take Manhattan, hätte ich wahrscheinlich noch vor einem Jahr gesagt, so, oh, buh. Aber ich möchte mich ja auch ein bisschen verlieben. Ich möchte ein bisschen was von deiner Liebe mitnehmen, beziehungsweise mich einfach mal überraschen lassen, weil Muppets und Sesamstraße ist einfach so komplett, das ist überhaupt nicht Teil meiner medialen Prägung. Ja. Und ich glaube, meine Eltern haben dem bewusst entgegengewirkt. Es war einfach Schund in den Augen meiner Eltern. Also ich durfte vieles gucken, auch so im Kinderprogramm. Uns trennen ja ein paar Jahre, deswegen werden so Sachen wie jetzt Janosch Traumstätte für dich nicht mehr so relevant sein oder vielleicht auch Löwenzahn, bin ich sicher, wann der genauer lief. Ich hab Löwenzahn sogar noch geguckt, da hieß es noch Boosterblume. Ja, stimmt. Also sogenanntes Edutainment war von meinen Eltern schon gewünscht, heißt Sendung mit der Maus, also so im Vorschulalter und Grundschulalter, Löwenzahn, alles cool, Kind soll ja ein bisschen was lernen. Aber so bei der Sesamstraße spricht ja auch doch mal ein jüngeres Publikum an als Löwenzahn. Also ich glaube so im Alter so von 4, 5, 6, 7, so wenn man so in der Zielgruppe ist für die Sesamstraße, da haben meine Eltern einfach gesagt, nee, davon soll das Kind nicht geprägt werden, da soll es nichts lernen. Und was deswegen echt seltsam ist, ne? Wenn man davon ausgeht, dass die gerade die Sesamstraße genau gemacht wurde, damit eben Kinder was lernen, ist schon, finde ich schon. Der Anti-Amerikanismus war stark in meiner Familie, wie ich glaube ich schon hier und da mal erwähnte in der Reagan-Ära. Also da kamen meine Eltern auch nicht raus, tatsächlich. Ja, ja, schon interessant. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Sesamstraße, die erste Phase der Sesamstraße, die ich ja auch bewusst mitbekommen habe, war praktisch einfach nur die übersetzten Folgen aus Amerika. Ja. Will sagen, also die eben auch tatsächlich noch auf der Straße gespielt haben, wo eben dann Kinder rumrannten und Erwachsene und eben die Puppen und alle durcheinander und dann haben sie sich eben auf der Straße erklärt, wie viel man, keine Ahnung, für ein Eis bezahlen muss oder so. Ja. Ne? Oder was höher und was kleiner ist und all diese ganzen Geschichten. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich mochte die sehr, sehr gerne. Hab sehr viel, die Moderatoren aus Amerika habe ich sehr ins Herz geschlossen gehabt und irgendwann waren die halt weg. Und dann gab es auf einmal nur noch Lilo und Tiffy und Herr von Bödefeld und Samson und all das. Und ich fand's kacke. Ich fand's richtig kacke. Ich dachte, bei mir können wir endlich mal diesen deutschen Scheiß hier weghaben. Gib mir wenigstens Krümelmonster. Und ab und an kam er ja auch dann mal und Ernie und Bert, aber eben deutlich zu selten. Und das war, glaube ich, auch so die Phase, ich glaube, vielleicht war ich da auch schon 3 Tage zu alt für, aber wo ich dann irgendwie auch sagte, nee, das bringt mir nichts. Also für jede 2 Minuten Mana, die ich toll fand, gab es aber irgendwie 10 Minuten Henning Fenske und Lieselotte Pulver, weißt du? Und ja, das war dann eben auch nicht mehr Not My Sesame Street quasi. Oh, das war sehr früh. Ich sehe gerade am 2. Januar 78 startete schon die deutsche Sesamstraße. Ja. Da warst du 2,5. Ja.
Das kann aber durchaus hinhauen. Und mit zweieinhalb saßt du schon da und sagtest, das ist nicht meine Sesamstraße. Ich habe mich auf jeden Fall darüber gewundert. Ich sagte ja schon mal, die Muppets lösen bei mir was sehr Emotionales aus, weißt du? Und ist immer auch etwas, was andere Handpuppen zum Beispiel nicht schaffen. Ja. Wann immer, also zum Beispiel auch Hallo Spencer, was ja dann auch später kam, hat mich nie so begeistert wie. Oh, ich liebe Hallo Spencer. Ich mag Hallo Spencer so gut wie gar nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz cool fand, ehrlicherweise, aber ich fand die Puppen scheiße. Ich fand sie vor allem scheiße gespielt. Ich fand die Qualität der Puppenspieler bei im Prinzip allem, was nicht aus der Henschen Ideenschmiede kam, ist mir schon als Kleinkind aufgefallen, dass das nicht das Gleiche war. Die waren nicht lebendig. Sie waren einfach nicht so lebendig. Ich habe immer gesehen, das sind Puppen. Aber wenn Kermit indigniert ist, dann hast du das Gefühl, da werden echte Emotionen transportiert. Ja. Wenn, keine Ahnung, Grobi sich aufregt, weil er zum 15. Mal nach hinten in die Küche gerufen wird, weil er das L in der Buchstabensuppe vergessen hat, dann wird etwas transportiert. Und der Einzige, der das schafft, ist der hier Vivaldi macht, damals bei Zimmerfrei, und der arbeitet mittlerweile auch für die Sesamstraße. Ich glaube, er macht das scharf. Und ich glaube, er macht auch Elmo oder macht er Ernie? Also auf jeden Fall, er ist eben mittlerweile auch einer der Sesamstraßen-Puppenspieler und einer der wenigen, die ich gesehen habe, die eben tatsächlich diesen Grad an wie soll man es sagen? Ich möchte nicht Realitätsvermittlung nennen, aber eben dieses einfach das Gefühl, dass du redest eben tatsächlich mit einem echten Wesen und nicht mit einer Handpuppe. Ja, Wahrhaftigkeit, ja. Wahrhaftigkeit, auch ein schönes Wort tatsächlich. Genau, und das war eben etwas, was ich halt bei den Muppets immer toll fand, und nachdem ich eben aus der Sesamstraße gedanklich sehr ausgestiegen bin, kam halt die Muppet-Show und dann sicherlich auch in den Wiederholungen dann halt, ich glaube, das Schöne ist halt, dass zu verschiedenen Zeiten man auf verschiedene Sachen steht. Na, also was ich als Kind fand ich natürlich immer lustig, was ich Smörebröt, röm, pöm, 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 und dann flogen und wie die Gummihühner. Und heute finde ich halt dumme Wortspiele großartig oder eben andere wiederkehrende Elemente und einfach die. Ich fand zum Beispiel, als Kind fand ich zum Beispiel die Band total doof. Ich mochte die Band halt überhaupt nicht, mit Ausnahme von Tier. Tier war lustig. Aber Dr. Goldzahn, wie er bei uns heißt, Dr. Teeth auf Englisch, und Floyd Pepper und Janice fand ich halt irgendwie anstrengend. Heute finde ich die total lustig, weil ich verstehe, worauf sie sich beziehen. Weil ich verstehe die Anspielungen und hab deutlich mehr Spaß daran. Und ich glaube ja auch ehrlicherweise, ein großer Teil des Erfolges der Muppet Show damals, und das zieht sich ja noch relativ lange durch, auch noch durch die Filme, vielleicht sollten wir auf die langsam kommen, Eberhard Storek. Eberhard Storek hat er diese Synchronregie gemacht und glaube auch eine Menge von den Texten geschrieben. Etliche Figuren, wie zum Beispiel den auf Deutsch dänischen Koch, im Englischen schwedischen Koch, gesprochen. Manche Figuren gesungen und so. Und der hat halt sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, um Unübersetzbares zu übersetzen und den Figuren halt eigene Charaktere zu geben und so. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, der wird eben auch beibehalten in den deutschen Fassungen der ersten drei Filme zumindest, wenn dann eben Miss Piggy eben nicht von einem Mann mit verstellter Stimme, so wie Frank Oz es gemacht hat, gesprochen wird, sondern von Marianne Wischmann, die dem Ganzen eine dievenhafte Qualität gibt, die unübertroffen ist für mich. Ich meine, ich finde Miss Piggy mit verstellter Stimme irgendwie auch lustig, aber Marianne Wischmann ist großartig. Genauso wie ich eben auch Horst Gentzen als Kermit um einige Klassen lustiger finde als, ich habe seinen Namen vergessen, aber in der Mitte ist ein von. Aber der halt so redet in der Sesamstraße. Ne, so redet ja eben Kermit halt überhaupt nicht. Er hat die Synchronstimme, die halt vorher auch zum Beispiel Jerry Lewis hatte. Ah, okay. So, und der ist dann leider gestorben. Aber der, wie Mitte der 80er, Ende der 80er, aber der ist halt für mich der Kermit. Und ich glaube, die einzige Stimme, die halt wirklich bis heute mehr oder weniger durchspricht, ist Christina Höltl. Die spricht Scooter. Und alle anderen sind, glaube ich, mittlerweile entweder verstorben oder zu alt oder wurden eben ausgetauscht. Nicht zuletzt deswegen, weil Disney halt darauf achtet, dass eben in allen Sprachfassungen die Stimmen einigermaßen ähnlich sind. Ich mag die neue Stimme von Gonzo übrigens ganz gerne,
Aber Werner Abrolat hat ihn damals gesprochen, wird halt für mich immer Gonzo bleiben. Von daher, naja, das sind einfach so, dann kommen wieder die Kindheitserinnerungen hoch. Und wird ich mag die Muppets auch ehrlicherweise nicht auf Englisch gucken, auch wenn ich weiß, dass manche Sachen besser funktionieren. Aber Deutsch ist es halt. Ich kann dir ein bisschen berichten. Falls du Fragen hast, ich glaube, das sind auch die einzigen Fragen, die ich dir heute Abend beantworten kann, weil ich habe den Film auf Englisch gesehen, da ich tatsächlich damit komplett diese nostalgische Verbundenheit zur deutschsprachigen Bearbeitung fehlt. Aber vor allem eben aus praktischen Gründen, weil ich eine englischsprachige Kopie habe und keine deutsche. Ja. So. Ja. Ich habe interessanterweise eine französische Version, aber da ist auch der deutsche Ton drauf. Oui, oui. Womit geht's los? Mit der UFDB-Inhaltsangabe und vielleicht ein paar Worten zu Cast and Crew. Ich muss übrigens sagen, was ich da so raushöre, ich hatte bei der Sesamstraße nie eine wirkliche Chance, weil in der Zeit, also wie gesagt, das haben meine Eltern blockiert und wenn du so erzählst, scheint sich das wirklich alles in so einem frühkindlichen Alter abgespielt zu haben, die einfach die Periode, in der du eine große Begeisterung, eine große Leidenschaft für diese Figuren entwickelt hast und ich war einfach zu alt dafür. Also als ich begann mal irgendwie dann so auch gegen die Wünsche meiner Eltern Sesamstraße zu gucken, war ich bereits eingeschult und da stand dann eben Horst Janson und ich fand das super öde einfach. Also die ganze dieses auch gestellte Gerede und so, ach, schön dich hier zu treffen, Tiffy, was machst du denn hier? Und ich war so, dachte, boah, okay, das haben mir meine Eltern verboten, das war ja, die haben es doch gut mit mir gemeint. Weil du hast ja recht, es gibt auch coole Segmente, ne? Ne, und dann kamen eben da die ganzen auf Deutsch bearbeiteten, aber eben amerikanischen Einspieler und ich dachte, ja, dem konnte ich auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor abgewinnen, aber ich war dann einfach verdammt nochmal zu alt und der Zug war abgefahren und manchmal ist das eben im Leben so. Deswegen, ich bin auch überhaupt nicht negativ voreingenommen. Ich möchte mich gerne begeistern lassen und die Muppets hier in Manhattan habe ich so auf halbem Wege gekriegt, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das ist doch schön. Halben Wege, ja. Frank Oz führt die Regie, wie er es auch bereits getan hat, an der Seite von Jim Henson, ich glaube beim ersten Muppets-Film und bei Dark Crystal. Beim zweiten. Der erste von James Foley oder so ähnlich. Damit magst du recht haben. Ja. Alright. hat auch hier im Drehbuch mitgeschrieben. Ansonsten natürlich auch Jim Henson der federführend vor und hinter der Kamera mit seiner Company und spricht eben auch diverse Rollen im Original, wie Frank Oz eben auch. Die UFDB-Inhaltsangabe ist extrem kurz und vielleicht erfreut dich das, vielleicht enttäuscht sich es dich aber auch. Geschrieben hat sie BM07 und er oder sie schreibt, in der Provinz feiern die Muppets Erfolge. Klappt es auch am Broadway? Kermit will es wissen. Wie so viele Stars startet der Frosch seine Karriere als Tellerwäscher und kommt fast unter die Räder. Das war's. Ach du heilige Scheiße. aber daran schließt gleich meine erste Frage an. Ja. Welchen Status haben die Muppets in dieser Welt, in der sie sich bewegen? Denn offenbar haben sie ja irgendwie was in den ersten beiden Filmen erreicht. Also sie treten zu Beginn hier vor großem Publikum auf. Mm. Das Publikum feiert sie ab, noch und nöcher. Aber dann sind sie gleich wieder am Boden. Also in dem Moment, in dem sie nach Manhattan gehen, will sie ja eigentlich niemand. Also Ich glaube, die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Nee, sie haben im Prinzip, drehen sie halt, die Filme bauen nicht aufeinander auf. Ah, okay. So, aber sie drehen halt immer gerne mal den Zeiger quasi über die Uhr auf Null. Mhm. Der erste Film beginnt damit, dass Kermit ein Frosch ist, der mit seinem Banjo im Sumpf lebt und von einem Hollywood-Produzenten quasi überredet wird, weil Talent in dem Frosch sieht, halt nach Hollywood zu gehen, um dort zum Star zu werden. Und auf dem Weg dahin trifft er halt die ganzen anderen Muppets, die mit ihm gemeinsam dahin fahren, während ein Fastfood-König ihn als Maskottchen haben will für seine Froschschenkel-Restaurants. Der ist sehr zany, der Film. Also er hatte mir damals irgendwie nicht so wirklich richtig dolle gut gefallen, auch wenn er tolle Musiknummern hat, wie zum Beispiel Rainbow Connection. Das ist ein toller Song, meine ich. Soll halt so ein bisschen die Vorgeschichte praktisch dessen erzählen, was dann die Muppet Show bietet. Was aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Muppet Show selber ist etabliert. Also das brauchst eigentlich nicht. So, der zweite Film ist halt irgendwie völlig durch, habe ich so das Gefühl. Da spielen Fozzie, der Bär, und Kermit, der Frosch, Zwillinge. Oder zumindest Brüder, die gleichzeitig Detektive sind und dann was aufklären müssen. Der hat mir ehrlicherweise wirklich nie gefallen. Den fand ich immer doof und hat eigentlich mit der Muppet Show an sich, soweit ich mich entsinne, rein gar nichts zu tun. Und jetzt im dritten hatte ich zumindest den Eindruck, dass sie quasi wieder zurück zu den Wurzeln gehen wollen und eben sich mehr damit beschäftigen, was denn die Muppet Show selber war als Nummernrevue, als Vaudeville-Show-Act.
Aneinanderreihung. Der Film selber ist so aufgebaut und die Show in der Show, ja, wohl offenkundig auch. Entsprechend haben sie sich, glaube ich, jetzt wieder mehr darauf versucht zu beziehen, auf die Muppets als Performer, was halt die Muppet-Show ja immer so ausgemacht hat. Welchen Status sie haben, ich glaube, der Film selber sagt das eigentlich ganz genau. Sie sind in diesem Film zumindest sind sie gerade fertig mit ihrem Theaterstudium, haben eine Abschluss- Revue produziert und überlegen, was sie jetzt machen sollen und kommen auf den Trichter, sie müssten sie eigentlich an den Broadway bringen. So, kommen da hin, keiner will sie und dann zerfranst das und Kermit hält mehr oder weniger alleine die Stellung, um eben seine Show noch zu verkaufen und am Ende werden sie alle zusammengerufen und haben dann ihre Show. Das ist letztendlich so das, was da wirklich passiert. Wie die Muppets selber gesehen werden in dieser Welt, ist auch völlig unterschiedlich. Sie werden, glaube ich, grundsätzlich immer als echte Lebewesen wahrgenommen, aber meistens als das Tier, das sie darstellen sollen. Also Miss Piggy ist ein Schwein, Kermit ist ein Frosch und Fozzie ist ein Bär. Das ist keine Bärpuppe und ist auch kein Muppet, sondern es ist ein Bär. Ja. Oder ein Hund oder was auch immer. Und so gehen die Leute dann eben auch mit ihnen um. Siehe zum Beispiel Pete mit den Ratten und die Pinguine, die dann reinkommen und sowas in der Richtung. Komisch. Das hat sich ja irgendwie auch im Laufe der Jahre gewandelt. Wobei ich weiß jetzt auch nicht, ob sowas wie The Happy Time Murders, den ich gesehen habe vor ein, zwei Jahren, hier dem Muppet-Kanon verpflichtet ist. Weil da werden die Muppets eben auch als solche gesehen. Und immer wenn da eine Puppe auftritt, heißt es auch hier, du bist ein Muppet. So ungefähr wie die Toons in Toontown. Ja. Aber also ich glaube, in allem voran sind sie eben Kunstfiguren, bevor sie irgendwie ein Lebewesen sind oder eine Tierrasse zum Beispiel. Ich glaube, in diese Richtung geht ja auch der Muppet-Film von Jason Segel. Segel? Wo sein Bruder ja eben auch ein Muppet ist. Mhm. Und so als einziger Fan eben nach all den Jahrzehnten noch irgendwie ihnen die Stange hält und dann halt feststellt, dass er eben einer von ihnen ist, weil er eben auch ein Muppet ist. Und so, also ja, es ist unklar. Es ist unklar, klar, aber meistens wird Kermit eben einfach mit seinem vollen Namen, nämlich Kermit der Frosch, angeredet. Mhm. Was halt klar macht, dass er ein Frosch ist. Ja, ich finde es gut. Es birgt sehr viel humoristisches Potenzial tatsächlich, ja. Wobei natürlich sich aber in dieser Welt auch niemand darüber wundert, dass ein Frosch ein Broadway-Stück schreibt oder eben Ratten die Bedienungen sind in einem Geschäft oder eben die anderen Frösche in einer Marketingabteilung arbeiten. Phil, Bill und Jill, über die ich mich sehr gefreut habe. Die fand ich sehr cool diesmal wieder. Ja. Was mir jetzt so bewusst geworden ist, beim ersten wirklich bewussten Sehen von Muppets Take Manhattan oder überhaupt mal innigerer Beschäftigung mit dem Muppets-Kosmos ist, wie viel sich hier diese Netflix-Serie BoJack Horseman hier von dieser ganzen Dynamik so abschneidet, die ich ja sehr, sehr liebe tatsächlich. Aber die verhandelt eben erwachsene Themen. Aber im Grunde ist die Dynamik eben eine ähnliche. Du hast eine Serie mit Menschen und mit Tieren, oder tierähnlichen Lebewesen, wie auch immer, oder Fantasiewesen. Aber sie alle begegnen sich eben auf Augenhöhe, ohne dass eben die Menschen oder die Tiere ihre typischen, für sie typischen Charakteristika ablegen. Das heißt, eine Frau kann mit einem Rüden eine Beziehung haben und die haben ein ganz normales, vielleicht auch Sex- und Liebesleben. Aber er wackelt dabei eben mit dem Schwanz oder guckt sich eben Bones, die Knochenjägerin an, weil er eben denkt, es geht um Knochen und nicht um irgendwie eine Gerichtsmedizinerin. Und also die bleiben eben dann auch immer Hunde, führen aber eben quasi Leben auf Augenhöhe mit den Menschen. Ja. Ich habe das Gefühl, ähnlich ist es eben auch wie bei den Muppets. Es wird schon thematisiert, dass es eben offensichtlich keine Menschen sind, keine menschlichen Lebensformen. Aber im Grunde haben sie, solange es denn eben ihr Status innerhalb der Nahrungskette im Tierreich erlaubt, haben sie eben auch die Möglichkeit, eine bestimmte Form von Karriere zum Beispiel zu erreichen oder irgendwie Beziehung auch mit menschlichen Lebewesen einzugehen. Natürlich nicht, wenn sie Ratten sind. Da muss man eben hier, wie die Ratte Brooke Shields fragen, ist es dann irgendwie aber okay. Aber wenn du zum Beispiel, glaube ich, ein Tier bist, was relativ weit oben in der Hackordnung steht, wie zum Beispiel ein Hund, hast du, glaube ich, alle Chancen. Und Frösche offensichtlich auch. und Schweine auch. Also Miss Piggy scheint auch niemals Probleme zu haben. Ja. Und das, ich muss sagen, das ist lustig einfach. Es ist lustig, Ratten als Thekenkräfte zu sehen oder Frösche als Inhaber einer PR-Agentur. Es ist lustig. Es ist einfach komisch. In der Tat. Ich wünschte tatsächlich, also ich habe es ja vorhin versucht zu erklären, ich habe halt so ein inniges Verhältnis zu die Muppets erobern Manhattan. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich wünschte, ich hätte jetzt eben beim Gucken für den Podcast
ein bisschen mehr Spaß dabei gehabt. Entweder habe ich ihn einfach zu oft gesehen, oder aber wie halt mein Humor hat sich denn doch sehr gewandelt, weil wie halt, ich hab halt den ersten Muppets-Film, der einfach nur Muppets Movie heißt, den habe ich halt vor einer Woche mir angeguckt. Vielleicht den kleinen Hintergrund. Ich hatte neulich einen Auftritt und ich wusste nicht so genau, was ich vorbereiten möchte, war irgendwie keine riesengroße Lust auf Performance. Also habe ich mir tatsächlich eine Handpuppe genommen, nämlich einen Vivaldi, wie den ich vorhin erwähnt habe, und habe mit dem einfach Rainbow Connection gesungen. Und deswegen dachte ich mir, ich müsste mir eigentlich nochmal den Muppet-Film halt angucken, um mich so ein bisschen zu inspirieren zu lassen. Und wie bewegt sich eigentlich Kermit und was kann ich mit der Handpuppe machen und so. Hat ganz gut funktioniert tatsächlich, wenn ich das so sagen darf. Und ich stellte halt fest, obwohl ich eben das Muppet-Movie ursprünglich gar nicht so toll fand, hatte ich aber richtig Spaß dabei diesmal. Und Muppets Take Manhattan fand ich halt immer ganz toll und hat einen hohen Stellenwert in meiner Sozialisierung und so. Aber ich fand ihn so zahm. Hm. Ich hatte halt einfach, also gerade im direkten Vergleich mit dem ersten Film, hatte ich so das Gefühl, der hat nicht den Biss der Muppet Show. Er hat eben auch nicht den Biss des Muppet Movie. Er ist süß. Und er ist total lustig und ich mag die Figuren so gerne und ich finde die Liebesgeschichte zwischen Piggy und Kermit auch total drollig und ich freue mich halt, die ganzen Figuren zu sehen und Waldorf und Statler, die immer zwischendurch irgendwelche blöden Sprüche reißen. Sehr, also lustig. Sehr lustig. Zum Beispiel, ich hab schon zwei Tickets, ja, für den Zug, damit wir nicht hier sind und so. Großartig. Aber ja, wie gesagt, aber gleichzeitig ist es eben, ich hatte eben auch das Gefühl, dass der ganze Film halt mehr auf ein kindliches Publikum zugeschnitten ist als eben der erste Muppet-Film oder auch noch der zweite. Man darf halt immer auch nicht ganz vergessen, gerade die Muppet-Show war halt von Jim Henson ein Projekt, um seine Puppen an Erwachsene zu bringen, eben nicht immer nur Kinderfernsehen machen zu müssen. Der Pilotfilm der Muppet-Show hieß Sex and Violence und hatte einen etwas anderen Ton, alles in allem. Und während halt natürlich Kinder die Muppets lieben oder geliebt haben, damals zumindest, habe ich eben das Gefühl, dass hier der Film eben wirklich explizit darauf zugeschnitten ist. Mit Erfolg. Der Film war ja sehr, sehr erfolgreich, hat eben durch diese kleine, auch sehr knuffige Sequenz mit den Baby-Muppets dann diese unsägliche Zeichentrickserie hervorgebracht. Ich mochte die als Kind gar nicht. Ich glaube, einige Menschen würden das auch sehr enttäuschen, aber die habe ich gesehen ab und zu mal und ich fand sie auch recht schrecklich. Ich fand sie halt enttäuschend, vor allem erstens deswegen, weil sie gezeichnet waren und eben keine Puppen, weil die Puppen sind eben einfach echt drollig. Also Baby Piggy, Baby Rolf, Baby Kermit. Ich fühle den Schmerz, wenn eben solche Serien den Sprung in eine andere Kunstform schaffen. Ich finde es immer sehr traurig, wenn die eben handanimierte Serien, die dann irgendwie ihre Renaissance feiern oder ihr Reboot feiern als Computeranimation, es tut immer so ein bisschen weh. Und das, ich meine, das funktioniert eben auch mit Puppen. Also deswegen bin ich dankbar, dass auf einige Sachen, zumindest Disney, also ich habe Disney für nicht vieles zu danken, aber wenn ich so in Richtung Nightmare Before Christmas gucke, bin ich immer noch dankbar dafür, dass sie da noch nicht dran gedacht haben, den können wir doch auch ganz billig hier mit Computeranimation noch mal einfach neu auflegen als Endlos-Serie. Ich glaube, die Muppets-Babys gibt es ja jetzt auch mittlerweile wieder und dann auch computeranimiert. Aber das macht die Sache auch vielleicht nicht besser. Vielleicht ist es sogar gut. Ich weiß es nicht. Aber ich fand halt die Muppet-Babys-Zeichentrickserie blöd, weil eben es waren halt keine Puppen. Es waren nicht die Synchronstimmen, die gewohnten. Und ich fand es halt doof, dass sie eigentlich mit den Babys selber nichts gemacht haben, sondern hat es irgendwie 3 Minuten vorher und 3 Minuten nachher dann immer so kleine Sequenzen halt in ihrer Krabbelgruppe. Und dazwischen haben sie sich dann irgendwie in Filmparodien verloren. Und wir hatten, war Gonzo halt Indiana Jones und sowas. Und ich brauchte die Muppet Babies ehrlicherweise gar nicht. Aber ich mochte halt diese kleine Sequenz sehr gerne. Man darf auch nicht ganz vergessen, die vorhin ja auch erwähnten Lieder im dritten Muppets-Film waren ja auch sogar für einen Oscar nominiert. Ja. Und haben gegen Purple Rain verloren. Natürlich. Weil ich Purple Rain das brillanteste Filmmusical aller Zeiten ist. Ja, ich mag Prince nicht, aber sagen wir mal, gegen ihn zu verlieren, ist vermutlich nicht das Allerschlimmste. Ja, ich glaube, es ist eines der besten 10 Rock-Alben der Geschichte. Also deswegen, ich finde, das ist eine ehrenwerte Niederlage. Und ich muss auch wirklich sagen, die Songs sind gut, aber Purple Rain ist eben so ein Megameisterwerk. Also nicht der Film, um Gottes Willen, nicht der Film, nein. Aber das Album eben, deswegen. Aber um nochmal kurz darauf zurückzugreifen, was du eben sagtest, der Film hat ein G-Rating tatsächlich, was ja eher ungewöhnlich
nicht wahr? Schon für die damalige Zeit, weil es eben auch möglicherweise einem kommerziellen Erfolg bei einer Erwachsenenzielgruppe im Weg stand. Ich kann mich eben auch jetzt daran erinnern, in der Vorbereitung gelesen zu haben, dass eben einige zeitgenössische Kritiken oder zumindest so posthume, also ein paar Wochen nach dem Erscheinen, sich überrascht zeigten, dass eben ein quasi G-rated Film, also für eine ganz junge Altersgruppe auch geeignet, so einen kommerziellen Erfolg hat, weil das heißt ja auch, es gehen viele Erwachsene rein. Also interessant vor allem deswegen, weil eben parallel dazu gerade Disney händeringend versuchte in den frühen 80ern sich so ein bisschen von diesem G-Rating-Image zu lösen und dann eben so Sachen zu machen wie irgendwie Schwarzes Loch oder Something Wicked This Way Comes und sowas. Also Sachen eben, die auch bewusst so ein bisschen in eine ältere Zielgruppe gehen. Ja. Und interessant einfach zu sehen, dass ausgerechnet die Muppets eben den rückwärtigen Weg beschritten haben. Also eine Family-Entertainment-Show gemacht haben mit eben immer sehr, sehr auch Spitzen, die eindeutig in Richtung erwachsenes Publikum schielen, aber dann eben für die Kinoauswertung zu sagen, ja, okay, jetzt werden wir einfach mal bewusst auch wieder harmloser. Weil du hast ja recht, in dem Film ist fast nichts, was irgendwie anstößig ist. Ich glaube, Miss Piggy darf einmal am Ende so hier von Unterwäsche irgendwie im Film, im finalen Song singen, aber das ist auch so die einzige Schlüpfrigkeit, die mir jetzt aufgefallen ist. Ja. Oder die Anmache von Brooke Shields vielleicht noch im Restaurant, ich weiß es nicht. Aber der Film ist tatsächlich erstaunlich, ich möchte sagen, nicht düster, aber dreckig. Ich finde es schon interessant, dass sie sich viel Mühe gemacht haben. Also ich meine, gut, ich kann, und die Szene mit Gregory Hines im Central Park sieht ja tatsächlich ganz hübsch aus und so. Hm. Aber man sieht halt sehr, sehr viel so die Straßen von New York in den frühen 80ern, die halt ein bisschen schmuddelig waren und laut und Autos hier und da und Leute hetzen von links nach rechts und es sieht eben alles nicht, es sieht nicht so gemütlich aus. Ne? Wenn der erste Muppet-Film, der sieht sehr nach Studio aus, auch wenn es ein Road-Movie ist, und dann siehst du halt immer sehr, sehr viel eben weite Felder und wenig Urbanes. Und in dem Moment, wie was auftaucht, was eben kein Muppet ist, sieht es aber trotzdem nach Kulisse aus. Was logisch ist, weil irgendwo müssen ja die Puppenspieler sein. Ne? Und das erklärte Ziel des ersten Films war ja eben im Prinzip zu zeigen, wie halt Muppets im Raum stehen und eben nicht immer nur so von der Hüfte abwärts zu sehen sind. Und deswegen darf Kermit Fahrrad fahren und eben durch die Gegend laufen und sowas in der Richtung. Und der zweite ist halt eben so ein Detektivspiel im Prinzip, was auch niemandem wirklich wehtut. Und ich habe das Gefühl, eben die Muppets erobern Manhattan zeigt halt schon auch durchaus ein paar schmierigere und dreckigere Ecken der Großstadt. Ja, welche denn? Na, sag ja, also ich habe die Straßen zum Beispiel, wenn sie traurig durch die Gegend trotten, weil sie eben keinen Job bekommen und du siehst, also wenn du darauf achtest, wie es im Hintergrund aussieht, das ist halt nicht die heile Welt, die eben sonst so in diesen Puppenfilmen gezeigt wird. Oder eben auch, wenn Kermit dann irgendwie durch die Nacht streift. Und alleine das Restaurant von Pete ist eben ja auch, sagen wir mal, nicht der leckerste aller Orte. Aber Pete ist ein total netter Ort. Das Essen ist okay, glaube ich zumindest. Ja. Aber ja, klar, ich bin auch vollkommen versaut eben von einigen Filmen, die wir auch schon besprochen haben und die in den Jahren zuvor rausgekommen sind, die eben noch so das New York der frühen 80er zeigen, so wie ich es liebe oder wir es auch lieben. Und ja, kann natürlich auch nicht mit dem Schlitzer oder Basket Case oder Exterminator mithalten. Und wenn ich den jetzt irgendwie mal so direkt, wenn ich Muppet Take Manhattan so direkt neben den Exterminator setze, denke ich mir schon so. Also das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus da in New York City. Also, du hast natürlich recht. Das ist, es gibt auch in dem Film ein besonderes Flair. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er eben in New York spielt und dass sie sich offensichtlich die Mühe gemacht haben, eben auch vieles on Location zu drehen. Weil ich finde tatsächlich, das trägt es eben immer so der Wahrhaftigkeit, um das Wort nochmal zu gebrauchen, immer so ein bisschen abträglich, wenn ich das Gefühl habe, ja, okay, die mussten das eben alles im Studio inszenieren, weil die müssen die Puppen kontrollieren. Ja. Und einfach hier, gerade dieser Moment mit Gregory Hines ist, glaube ich, so meine liebste Szene im Central Park. Wegen der Location, weil ich auch glaube, finde, das Comedy-Setup funktioniert gut und Gregory Hines ist auch super, weil er einer der wenigen Gaststars hier ist, über den ich mich wirklich gefreut habe. Ja. Was so ein größerer Kritikpunkt meinerseits an diesem Film ist, dass ich mir einfach in Sachen Gaststars jetzt auch gerade so mit Rückbesinnung auf die Muppet Show, von der ich zumindest in der Theorie weiß, da waren viele, viele richtig große Stars, auf diesen Film blicke und denke, naja, das ist aber eher so die B-Garde überwiegend. Ja. Also Elliot Gould ist toll, nichts gegen Elliot Gould, aber das ist so 10 Jahre nach seiner Blütezeit. Da gibt's auch eine Geschichte zu tatsächlich.
also erstens der also im zweiten ist auf jeden Fall John Cleese mit dabei, daran erinnere ich mich. Und im ersten, da kannst du wirklich kaum blinzeln, ohne einen Star zu verpassen. Mhm. Da ist wirklich, alle geben sich die Klinke in die Hand. Und manche haben ein bisschen mehr zu tun, wie Steve Martin zum Beispiel, und andere rennen einfach nur mal kurz durchs Bild. Und also da ist halt unglaublich viel. Ich glaube, alle wollten da mitmachen. Hier im dritten Film gibt es ein Problem, weil die Rolle von dem falschen Produzenten, den sie ganz am Anfang treffen. Murray Plotsky. Genau, Murray Plotsky, gespielt von Dabney Coleman. Columbo-Bösewicht-Killer, ja. Ja, und unter anderem auch das. Unter anderem, genau. Ja, ich weiß, nur ja. Für mich. War Games hat er eben auch mitgemacht, natürlich. Ja. Und so. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, diese Rolle, die von Dabney Coleman gespielte Rolle, sollte eigentlich gespielt werden von Dustin Hoffman. Das wäre toll gewesen. Das wäre sehr, sehr toll gewesen. Und Dustin Hoffman war auch ganz heiß drauf, weil er wollte sie halt anlegen wie einen offenkundig bekannten Produzenten und so. Und das wäre wohl sehr lustig gewesen. Und dann hat er aber kalte Füße bekommen. Hat gedacht, nicht, dass der ihm dann sauer ist und so. Und wir will ihm auch nicht irgendwie ans Bein pinkeln. Und entsprechend ist er wieder ausgestiegen. Und das war im Prinzip dann der Moment, wo alle anderen Stars, die schon längst verpflichtet waren, für die halt schon längst auch Szenen geschrieben wurden, extra halt auf deren Star-Persona zugeschnitten, sind alle ausgestiegen. Ach, ich glaube, ja, das ist diese Robert-Evans-Anekdote. Ja, natürlich. Legendärer Produzent von Chinatown, aber natürlich auch ein relativ komischer Type, also extravagante Type, ja. Ich erinnere mich, ja. Ich weiß nicht, in welchem Kontext ich das gehört habe, aber ja, ich weiß komischerweise, ich kenne diese Anekdote so ganz, ganz, ganz düster, aber ich habe den Film dazu nie gesehen. Ja, das ist dieser Film, okay. Cool. Ja, aber oder schade vielmehr. Also ich meine nicht, dass es hier nichts zu sehen gibt. Ich habe jetzt erkannt, Gregory Hines, wie gesagt, Joan Rivers hat einen kurzen Auftritt hier als Parfümeurin. Eileen, genau, ja. Ja. Liza Minnelli kommt drin vor. Liza Minnelli ist in einer Einstellung zu sehen. John Landis hat irgendwie ein, zwei Sätze mehr zu sagen. Genau. Francis Bergen, James Coco. Darf seinen Hund abgeben bei Rolf? Oh ja, James Coco habe ich gesucht, tatsächlich, und nicht entdeckt. Alles klar, das ist der. Er hatte halt keinen Bart diesmal, ja. Genau, der damalige Bürgermeister von New York ist mit dabei, ja, aber Gott, das bringt mir natürlich auch wenig. Ja, es ist tatsächlich, es ist dünn. Ausgedünnt, sagen wir mal so. Was aber, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, weil auf die Art und Weise haben halt einfach die Muppets mehr zu tragen. Ich finde es tatsächlich fast schon eher schade, dass eben die, sagen wir, die ganzen anderen Hauptmuppets, Gonzo und Fozzie und so, halt auf kurze, kleine Minisketche reduziert werden über eine lange Laufzeit des Films, um dann eben erst am Ende wieder dazu zurückzukommen. Ich meine, es ist natürlich ganz, ganz knuffig, halt, wenn sie Kermit halt schreiben, wie toll ihr Leben ist, um ihn nicht zu beunruhigen. Und dann sieht man halt, wie Scooter da eben 3D-Brillen verteilt, während New Zealand im Hintergrund irgendwelche Fische wirft und der dänische Koch Popcorn zaubert. Das ist schon knuffig halt. Das nett und all das, aber es ist halt schade, dass sie halt nicht die ganze Zeit mit dabei sind, weil ich habe das Gefühl, die Muppet-Show an sich lebt eben vom Ensemble. Ja, ich komischerweise, trotzdem ich relativ wenig Bezug habe zu den Muppets, gut, ich sollte jetzt einfach aufhören, solche Sätze so anzufangen. Okay, Patrick hat die Muppets nicht so ist etabliert, wiederhole ich jetzt nicht noch ein weiteres Mal. Fand ich es eben schade, dass sie ihre Wege sich so früh getrennt haben, weil eben die Dynamik in dieser Truppe wunderbar funktioniert hat. Und ich glaube, so einer meiner ersten und ich glaube auch schlussendlich liebsten Momente war diese Einstellung einfach mit den Muppets in den Schließfächern, weil es eben auch technisch sehr, sehr cool gemacht ist. Schön, ja. Aber eben auch, weil das Comedy-Timing funktioniert, du hast die Figuren alle zusammen, das ist ganz toll. Und als dann eben schon so nach 15, 20 Minuten, es heißt so, wir gehen alle getrennter Wege, dachte ich, okay, warte mal, ja, aber sicher nicht für lang, das dauert jetzt nicht lang. Aber dann kommt eben so die vierte, fünfte Briefschreib-Sequenz mit, ich bin hier und ich überwintere bei den Bären und ich arbeite übrigens genau in einem 3D-Kino und alle anderen irgendwie in einem schäbigen Diner. Dachte ich mir, ja, nee, doch, der Film hält das jetzt durch bis zum bitteren Ende. Und dann in dem Moment, wo alle wieder aufschlagen, erleidet Kermit einen Gedächtnisverlust, was wiederum noch um weitere 10 Minuten herauszögert, dass sie wieder irgendwie alle vereint sind. Ja, das ist einfach so, ich fand es so ein bisschen strukturell erzählerisches
Problem als solches empfand ich das einfach ein bisschen, weil ich versuchte mich davon frei zu machen, auch von dieser Erwartungshaltung, die müssen uns alle wieder zusammenkommen, aber ich kann eben auch nicht abschütteln, dieses Gefühl, was mir so ein bisschen, was mich da so ein bisschen befiel, von wegen, ja, so ein bisschen schade schon eigentlich, dass sie nur die ersten 15 Minuten und die letzten 10 Minuten so richtig zusammen haben. Richtig, genau. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, weil eben dadurch, ich meine, Rizzo wurde eingeführt. Ich glaube, es war der erste Film, wo Rizzo und seine Rattenkumpanen auftauchten. Mhm. Und die funktionieren ja sehr gut tatsächlich. Super, der Cheeseburger. Ich mach mich schlapp. Ja, ich mochte auch das Eislaufen auf der Butter sehr gerne. Oh ja, das ist so süß. Das ist so niedlich. Und natürlich, sagen wir mal, eben Piggy und Kermit kriegen so ein bisschen Luft zum Atmen und dürfen halt so ein paar Sachen machen und eben die, weißt du, dieses Will they, won't they bei Puppen halt, weißt du? Seit Jahrzehnten quasi, oder vielmehr seit Jahren durchgezogen und hier können sie endlich mal und am Ende dürfen sie eben auch heiraten und so. Das ist schon schön. Will Kermit heiraten? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube schon, aber ihr kriegt halt immer. Also, sie trägt sie ja schon rein in die Hochzeit eigentlich, ne? Ja, aber hat sie ja auch mehr oder weniger versprochen, ne? Also, aber es ist, ich meine, Piggy ist ja auch nicht einfach und so. Aber ich glaube, es ist dieses alter Junggesellen-Ding, was für mich in den 70ern immer noch sehr lustig war. Ja, ja. Klar. Männer müssen dazu gezwungen werden, unter die Haube zu kommen und so. Und My Fair Lady und was weiß ich. Ja, es ist halt, ich glaube, bei mir ist es immer noch so, dass ich irgendwie denke, ja, aber meine ganzen Lieblingsfiguren sind halt über weite Strecken des Films nicht da. Wo ist denn Scooter? Ich liebe Scooter. Scooter ist so toll. Und Rolf ist ja, den ich von Anfang an richtig super fand. Mit Fozzie kam mich immer nicht so richtig klar. Der tat mir immer so leid. Fozzies großes Ding ist ja, dass er auf der Bühne steht und schlechte Witze erzählt, während Waldorf und Statler oben in der Loge sitzen und bessere Witze über ihn reißen. Das ist auch durchaus sehr komisch, aber der Bär tat mir halt immer so leid. Und deswegen kam ich mit ihm nie so klar. Aber Gonzo zum Beispiel fand ich auch immer klasse. Und der hat halt diesen Evil Knievel-Stunt, der auch ganz knuffig ist, aber. Ja, der ist wirklich. Der ist toll. Vor allem seine Ankündigung. Das ist einfach klasse. Dann werde ich hier rüber mit dem dreifachen Salto durch den brennenden Reifen, während die Hühner die Ouvertüre von Wilhelm Tell singen in der Version von Tony Bennett. Ja. Das klingt nicht wie Tony Bennett, ja. Ja, das ist schön. Aber wer und das für ein Aufwand, muss man sagen. Also diese ganzen hier so Flash Sideways, möchte man sie nennen, um nicht zu sagen Flashbacks, also einfach Blicke auf die Existenzen der anderen parallel zu Kermits zeitlich parallel. Die sind ja alle sehr, sehr kurz und man muss mal sich irgendwie nochmal gewahr werden, was für ein Aufwand dahinter steckt. Einfach was das Setup, das Technische betrifft. Ja. Um das so in Szene zu setzen. Die dauern ja alle nur so 1, 2, 3 Minuten. Ja, maximal. Aber was für ein Aufwand. Und sie funktionieren eben auch sehr gut, aber es ist halt zu wenig und es ist eben ist zu selten. Ich vermisse halt wieder ab und an mal meine Lieblings-Muppets. Während ich aber gleichzeitig die Hauptstory ja durchaus nicht uninteressant finde. Also ich meine, sie ist tausendmal gesehen worden. Es ist nichts Weltbewegendes. Da wird nichts Neues gemacht. Auch auf technischer Ebene, glaube ich, hat Jim Henson selber schon Größeres geleistet. Frank Oz später mit dem Little Shop of Horrors zum Beispiel auch noch Besseres. Aber es ist ja alles grundsolide und das, was man mittlerweile eben von einem Muppet-Film erwartet hat. Aber ich bin ja trotzdem investiert, allein weil ich in die Figuren, die Charaktere und die Puppen investiert bin. Von daher an der Stelle vermisse ich eben wenig, außer eben verschiedene Auftritte meiner Lieblingsfiguren. Ja, wobei, also sich mir die Frage stellt, als jemand, ohne dass du jetzt vielleicht doch mal ins Detail gehst zu den ersten beiden Filmen, weil da kann ich leider gar nicht folgen. Vielleicht da haben sich auch die Macher hinter hier dem dritten Muppets-Film gedacht, wir haben uns das so ein bisschen erarbeitet oder verdient. Wir haben ja bereits jetzt irgendwie 100 Folgen der TV-Show, wir haben bereits 2 Kinofilme, jetzt wollen wir einfach mal was anderes machen. Wir wollen die mal auseinanderbringen. Ja. Weil ich meine, ich rezipiere ja den Film in kompletter Isolation von der Fernsehreihe, von allen anderen Muppets-Kinofilmen und mir fällt das eben auf. Ich denke mir aber, wenn ich aber so dieses ganze, hätte ich vorher die ganze Serie geguckt und die Filme zuvor, hätte ich mir vielleicht gedacht, oh, warum aber nicht? Warum nicht mal was anderes? Ja, klar. Aber dafür versucht der Film halt so sehr, sehr stark, vielleicht nicht das Gleiche zu sein, aber zumindest zu reminiszieren. Ne, weil
so sehr auf der Bühne und so sehr mit Glitzerkostümen und Chorusline Choreografien und sowas waren die Muppets eben nicht mehr seit was 82 oder so, oder 81, wann die Serie aufgehört hat. Und eben in den Filmen halt vorher ehrlicherweise so gut wie gar nicht. Da hatten sie natürlich ihre Musiknummern, aber sie hatten sie eben nicht in dieser Bühnenform, also auch wirklich auf die Bühne zu rekurrieren. Erscheint mir halt schon so, als würden sie eben sehr genau halt das Publikum da kriegen wollen, wo sie sagen, wie guck mal, ne, jetzt zeigen wir euch die Muppets, wie ihr sie kennt. Ich frage mich gerade selber, ich habe gerade so ein Problemchen, weil ich weiß nicht, wie streng ich dem Film gegenüber sein soll. Die Sache ist ja die, alles in allem, der Film dauert gut 90 Minuten, er ist unglaublich viel, er ist auch erzählerische Nummernrevue, es sind halt Episödchen um Episödchen, Episödchen und selbst wenn mal irgendwie so ein Gag oder eine Sequenz nicht so gut funktioniert, kann man sich eben sicher sein, in 2-3 Minuten kommt wieder irgendwas, was mich abholt. So. Insofern, ich kann dem Film nicht böse sein. Der hat auch Momente, wo ich wirklich dachte, zum Beispiel hier diese Frau Miss Piggy Kostüm, die halt durch den Central Park Roller skated, das war mir ein bisschen zu viel Uncanny Valley, das fand ich irgendwie unangenehm tatsächlich. Also, weil ich dachte, da ist jetzt halt wirklich eine Schauspielerin und die haben sie in dieses fluffige Kostüm gesteckt und die läuft da rum. Ich hätte mich echt gefreut, wenn sie das versucht hätte, mit der Puppe umzusetzen. Aber ich verstehe eben auch die technische Unmöglichkeit, das zu tun vor dem CGI-Zeitalter. Und man hätte es vielleicht irgendwie mit Greenscreen tricksen können, aber dann hätte es wahrscheinlich furchtbar ausgesehen. Und es ist ja nicht so, als würden sie eben nicht auch in diesem Film schon gezeigt haben, Scooter darf hier mit dem Fahrrad fahren. Ja. Rein theoretisch und würde das eben sicherlich mit Miss Piggy auf dem Rollschuhen auch gehen. Ja. Irgendeiner Form. Aber wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, als Marionette ist für 3 Einstellungen und sowas. Ja, ich finde es auch doof. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch schon als Kind, ich mochte die Muppets nicht, in denen offenkundig jemand drin war. Komplett. Ja. Bebo bzw. Big Bird ging gerade noch so. Die Bären? Die Bären finde ich schwierig. Finde ich auch nicht sehr hübsch. Aber also Samson zum Beispiel mochte ich nicht. Aber auch bei den Muppets selber, also bei der Muppet-Show, da gab es halt, also zum Beispiel Sweetums, ist eben auch so ein Ganzkörperkostüm. Es gab auch andere, meistens halt tanzende Muppets, die halt so aussahen wie Muppets, aber sind offenkundig halt Leute im Kostüm. Und ich fand es immer so schwierig, weil die sich eben einfach anders bewegt haben. Mhm. Ne, weil die haben sich eben bewegt wie echte Menschen. Sie haben so ein bisschen versucht, glaube ich, rumzuschlacksen. Damit das Fell ein bisschen mehr flufft oder so, aber grundsätzlich haben sie sich eben einfach anders bewegt, selbst als der dänische Koch, der 2 sehr sichtbare menschliche Hände hat. Selbst der bewegt sich halt anders als ein Mensch im Sweetums-Kostüm. Und ich mochte die auch früher nicht. Ich fand die, glaube ich, immer ein bisschen gruselig. Und so. Und deswegen fand ich eben auch Rollschuh-Piggy eben auch wenig gelungen. Es ist tatsächlich eben einfach ein Bruch, der sehr ins Auge fällt, weil man eben sehr verinnerlicht hat, wie die Figuren sich bewegen und eben auch um ihre Grenzen weiß, also der Bewegungsfreiheit oder der Möglichkeiten des Rahmens, in dem sie sich bewegen können. Und dann plötzlich eben Miss Piggy sowas tun zu sehen, es bricht einfach mit nicht mal mit der bewussten Erwartungshaltung, aber einfach mit dem Sehgefühl. Ich kann es besser umschreiben als das, was man irgendwie heute so landläufig als Uncanny Valley Experience so bezeichnet. Also von wegen, da ist irgendwas falsch mit der Szene, aber ich kann nicht genau meinen Finger drauflegen. Obwohl sie technisch total astrein ist es irgendwie nicht in Ordnung, was da passiert. Aber ich wollte eigentlich mehr so zu dem Nummernrevue-Aspekt zurückgehen, der einerseits eben für einen großen Unterhaltungswert sorgt, aber eben mir so ein bisschen die Möglichkeit nimmt, am Ende wirklich mitzufiebern, weil ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass das, was sie am Ende dann da aufführen, dass sie sich das wirklich erarbeitet haben. Es fällt ihnen eben so zu. Und auch Kermit wirkt ja dann in einem Musical offenbar mit, ohne wirklich darauf inhaltlich vorbereitet zu sein. Oder hat er das geschrieben? Er hat das geschrieben, es ist halt sein Ding, aber er hat ja nicht mit geprobt. Das heißt, ich dachte auch so bei mir, Kermit kann jetzt eigentlich auch nur das machen, was er eben schon in seiner Abschlussnummer da im Provinzcollege gemacht hat.
Ja. Kann mir nicht vorstellen, dass es den gleichen Erfolg am Broadway hätte. Also von daher. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem menschlichen Protagonisten. Also insofern, dass ich auch hier mit Jenny, gespielt von Juliana Donald, und Ronnie, gespielt von Lonnie Price, nicht so richtig warm geworden bin. Mhm. Vielleicht hätte es dafür ein paar Stars gebraucht, ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Oder einfach vielleicht ein bisschen paar charismatischere Gesichter. Aber ich dachte auch, was sollen die eigentlich da? Die klauen nur den Figuren, die ich sehen will, nämlich den Muppets, die Luft zum Atmen und hier den Raum auf der Leinwand. So. Ja, ich muss auch sagen, ich kannte das nämlich, ich komme nochmal auf das Comic zurück, weil das Comic funktioniert tatsächlich ganz gut, weil eben natürlich auch die Menschen gezeichnet sind wie Comicfiguren, also nicht wie Superman, Batman. Ja. So wäre, sondern eben eher wie clever und smart. Also wir sagen, bisschen knollennasig, bisschen knuffig. Mhm. Und deswegen passen sie ganz gut in die Story rein. Aber jetzt sind eben die beiden auch jetzt nicht die mit der allergrößten Karriere gesegneten Schauspieler. Und damit ist da ein stärkerer Bruch als halt in der Geschichte, die ich halt vorher gelesen habe. Ich frage mich so ein bisschen, was da reingespielt hat, weil klar, es gibt diese Dustin Hoffman, Robert Evans Anekdote, und die ist ja auch verbürgt, dem haben ja auch mehrere Menschen beigepflichtet. Und man muss ja auch dazu sagen, das hier war jetzt keine teure Produktion, also Mitte der 80er einen Film zu drehen für das, was man eben hier so liest, $8 Millionen, das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt. Und ich weiß eben auch nicht, ob Jim Henson gar nicht die Möglichkeit hatte, da fette Gagen zu bezahlen. Er hätte es vielleicht gekonnt, weil die beiden ersten Filme waren ja, glaube ich, auch Hits und basiert eben auf einer Hitserie. Also ich weiß nicht, was da reinspielte. Ob vielleicht es auch noch so eine Voreingenommenheit damals gab, in so etwas mitzuwirken. So von wegen, ja, hier John Landis, Elliot Gould, Brooke Shields, John Rivers, wer auch immer, für ein Cameo habe ich Zeit. Oder ich bin Liza Minnelli, ich trete mal irgendwie kurz ins Bild. Aber so eine richtig tragende Rolle spiele ich hier nicht. Ich glaube, da hat sich natürlich so auch irgendwie, haben sich Dynamiken und irgendwie auch die Wichtigkeit bestimmter, ja, popkulturellen Güter irgendwie auch sehr, sehr stark geändert. Ich meine, noch vor 20 Jahren war es irgendwie ein großes Ding, dass halt Stars plötzlich in Fernsehserien mitwirkte. Und ach, ja, guck mal hier, Glenn Close spielt in einer Fox-Serie die Hauptrolle. Unglaublich, unglaublich. Ja. Aber ich mutmaße mal einfach, 84 war die Welt da doch eine völlig andere und man hat einfach keine Leute für sowas bekommen. Ja, aber das... Oder war das in den vorherigen Filmen anders? Im ersten Film haben wir Dom DeLuise, James Coburn, Madeline Kahn, Telly Savalas, Carol Kane, Paul Williams, der übrigens auch die Musik gemacht hat für den ersten Film, Milton Berle, Elliot Gould, Bob Hope, Richard Pryor, Steve Martin in einer relativ langen Rolle, Mel Brooks in einer relativ langen Rolle, Cloris Leachman und Orson Welles. Orson Welles hat ja zudem in der Phase alles gemacht, aber alle anderen sind toll, ist gekauft. Genau, Orson Welles letzte Rolle war, er hat einen Planeten gesprochen, den Transformers-Film. Ja, genau. Ja. Aber dennoch ist halt so, dass das sind ja nun wirklich nicht geringe Namen gewesen, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die Muppets ein Phänomen. Ja. Du hast nicht ganz Unrecht. In den ersten paar Staffeln der Serie, also der Muppet Show, mussten sie schon immer sehr gucken, wer ist denn eigentlich gerade da? Die haben sie ja in London produziert und nicht in Amerika. Das heißt also, da mussten sie sehr darauf achten, welcher Star ist denn überhaupt, also wer dreht denn überhaupt gerade hier? Ja, weil dafür ist keiner nach England geflogen. Oder sie haben eben Leute aus dem britischen Kino halt da hinbekommen. Aber das änderte sich halt sehr schnell, nachdem diese Serie eben durch die Decke gegangen ist. Und dann wollte da wirklich jeder hin. Ja, wie gesagt, offenkundig 84 dann nicht mehr, nachdem Dustin Hoffman ausgestiegen ist. Ja, genau. Zum Teil eben verbirgt durch eben diese Anekdote, die eben auch mehrere Menschen, glaube ich, schon erzählt haben. Und deswegen scheint sie wohl der Wahrheit zu entsprechen. Andererseits natürlich auch so ein bisschen einfach jetzt so Spekulation meinerseits, dass offenbar einfach die Muppets nicht mehr den Status hatten Mitte der 80er, wie sie ihn Ende der 70er oder 81 jetzt im zweiten Film gehabt haben. Ja, das und ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, es erfordert wahrscheinlich eine Menge Zeit und Geduld, in diesen Szenen mitzuwirken. Also wenn du da tatsächlich so 8 bis 10 mit von Puppenspielern und Spielerinnen irgendwie gesteuerte Figuren hast und wahrscheinlich auch noch die Stimmen, die auch teilweise von den Menschen abweichen, die Figuren spielen, also bewegen, und dann sitzt du eben als Schauspielerin oder Schauspieler dazwischen, das ist eine Herausforderung. Ich glaube auch, und man merkt es auch da wiederum, man merkt das eben sehr, 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 sehr gut in der Muppet Show, wann ein Schauspieler nicht mit den Puppen spielen kann.
Ja. Es gibt Leute, die finden die Puppen total knuffig und können irgendwie ihre Finger nicht bei sich behalten, um ständig an Kermit rumzufummeln. manche lassen sich halt voll drauf ein. Also die Folge mit Vincent Price ist so wundervoll und die Folge mit Alice Cooper ist großartig. Wenn man irgendwie so das Gefühl hat, die haben einen heiden Spaß eben damit und lassen sich eben komplett eben auf diesen Blödsinn halt ein und sind eben offenkundig auch, also gerade in Form von im Fall von Price, Profi genug, um halt wirklich jeden Scheiß mitzumachen. Aber es gibt eben auch wirklich Leute, bei denen man merkt, die haben echte Schwierigkeiten damit, sich auf diese Kunstform einzulassen. Ja, ja. Da muss man vermutlich immer mal so ein bisschen gucken, wer ist wer. Gregory Hines hat die nicht, deswegen auch, glaube ich, wirklich so einer meiner liebsten Momente, aber eben auch inhaltlich, weil er so schön zwischen Piggy und Kermit vermittelt. Das ist toll. Du hast was getan? Oh. Behalt die Rollschuhe, ich laufe einfach nur gerne in Shorts durch den Park. Also. Das sind tatsächlich so Gedanken, die ich auch mal äußern würde, aber mich nicht traue auszusprechen. Ja. Nee, wirklich, wirklich cool. Und ich möchte auch sagen, dass darunter leidet der Film nicht. Also unter dem offensichtlichen Mangel an Prominenz, weil wie gesagt, man erkennt ja doch ein paar wieder und dadurch ist auch dieses Suchspiel ein bisschen interessanter. Einfach wen erkennt man denn wieder, als wenn es jetzt so die ganz großen Nummern sind, wo man die ganze Zeit schreit, und so ist es halt ein bisschen cooler, wenn man sich dann auch vielleicht selber auf die Schultern klopfen kann, wenn man, ja gut, Liza Minnelli ist nicht schwer zu erkennen, aber wenn man eben Dabney Coleman oder James Coco entdeckt, die dazwischen. Ja, ja. In der Tat. Und was natürlich auch schön ist Spot the Muppet am Ende, wenn dann eben Piggy und Kermit heiraten und du dann eben im Hintergrund dann eben Graf Zahl siehst und Oskar aus der Mülltonne und Ernie und Bert, sehr präsent, die ja gespielt wurden von Frank Oz und Jim Henson. Ja. Und das ist schon, das ist cool, dass sie die dann eben, dass sie dann auch quasi alle eingeladen sind bei der Hochzeit. Was aber auch natürlich irgendwie fast schon naheliegend ist, weil ich glaube, die Sesamstraße soll in New York sein. Ja, warum nicht? Ja, klar. Ich hatte immer den Eindruck, dass es sehr, sehr, sehr nach New York aussieht. Also zumindest die amerikanischen Sequenzen. Ja, mit Sicherheit. Wobei, die sind wahrscheinlich alle im Studio gedreht an der Westküste, oder? Vermutlich. Oder ich weiß gar nicht, wo die angefangen haben. Aber ist egal. Kinderprogramm. Ist ja auch ein geläufiges Muster. Ich glaube nicht, dass sowas wie Friends oder Seinfeld einen Drehtag in New York hatte, aber. Ja, oder vermutlich nur für die Inserts oder sowas. Einmal im Jahr hat man die alle irgendwie nach New York geschickt auf eine Straße, damit sie irgendwie einmal rüberlaufen und irgendwie was in die Kamera brüllen, ja, oder dran vorbei. Insofern, ja, toll, dass sie tatsächlich on-location gedreht haben. Es ist ja auch alles nicht ganz günstig und ich weiß auch viel, viel zu wertschätzen an dem Film. Er ist lustig und ich könnte jetzt, glaube ich, ein paar Dutzend Gags nacherzählen, die ich gut finde. Zum Beispiel dieser ganze Scam hier mit Kermit und den Ratten in diesem Promi-Restaurant, wo er eben das Bild von Liza Minnelli abnimmt, ist sehr, sehr, sehr komisch. Ich weiß aber nicht, wie gewinnbringend es für Menschen ist, gerade vielleicht Menschen, die den Film nicht gesehen haben, wenn ich jetzt anfange, das alles nachzuerzählen. Deswegen lass mich einfach summa summarum sagen, ich habe 70% des Films sehr genossen und ich glaube, die einzige wirkliche große Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, ist einfach, dass eben so ein bisschen das dramaturgische Gewicht für mich fehlt. Einfach durch diese episodenhafte Struktur der Handlung. Ja. Dass ich eben dann am Ende nicht mal so richtig mitgehen kann und das als triumphalen, kathartischen Moment wahrnehme, wenn halt diese Performance dargeboten wird, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendeiner arbeitet wirklich hart daran an dem Stück. Das ist bereits geschrieben, eigentlich zu Beginn. Dann gehen sie alle getrennter Wege. Wir haben jede Menge kleine Skits. Und dann geht der Vorhang eigentlich schon auf und das Publikum ist begeistert und die Show läuft. Ja, ein Topos, den ich halt immer ganz sowieso immer schwierig finde, wenn es um Musicals oder andere Darbietungen im Film ist. Ganz häufig ist das so, irgendwie alles ist gespannt dass der Vorhang aufgeht und wenn er dann aufgeht, gibt's eine Nummer und dann gehen sie alle schon wieder raus aus dem Publikum und freuen sich, wie toll das Musical war. Ja, natürlich. Ne, und das ist so, oh. Aber hier ja genauso. Hier geht's halt dann im Prinzip dann aber auch raus aus dieser, es wird ja schon fast eher so eine Art Bugs Berkeley Ding, dass es eben praktisch weggeht von der Bühne und rein in diese Fantasiewelt, in dieses große Kirchensetting und all das. Finde ich schon ganz, es ist okay, es ist ein befriedigendes Ende für mich, aber ich sehe dann, also den dramaturgischen Punkt sehe ich ganz, ganz deutlich und ich habe ja auch schon durchaus Kritikpunkte dran geäußert. Ich freue mich halt immer noch am Film, ich wünschte, wie gesagt, dass er ein bisschen weniger zahm gewesen wäre. Ich glaube aber, der Stellenwert, den er für mich hat, einfach aus meiner Sozialisierung heraus, den wird er nicht verlieren.
Dafür ist auch zu gut. Ich freue mich auf jeden Fall dann darauf, den dann in ein paar Jahren mal wieder zu sehen. Ich habe ihn im Übrigen mit meiner Tochter zusammen gesehen und sie fand den ganz toll. Ich glaube dir natürlich auch, dass man diesen Film absolut lieben kann als Kind, sich in den Film verlieben kann und ihn auch quasi so mit ins Erwachsenenalter reinträgt. Also die positive Erinnerung daran und dass einen das eben auch dass das Interesse einfach auch die Emotionen für den Film warm hält über Jahrzehnte. Weil du hast ja recht, an dem Film ist nichts verkehrt. Alle Figuren sind wahnsinnig sympathisch. Der ist auch irgendwie technisch perfekt. Da ist nichts drin. Also kein Moment, auch wenn ich mal irgendwie hier und da gesagt habe, ja gut, Gag funktioniert für mich nicht so ganz gut oder das ist vielleicht auch konzeptionell so ein bisschen daneben, wie Miss Piggy irgendwie von der menschlichen Darstellerin gespielt. Aber hey, also wie gesagt, unglaublich temporeich und da gibt es eben wirklich Nummern, so kurze Momente auch teilweise, eben so brillant, dass sie auch vieles vergessen machen, was irgendwie halt mal nicht so funktioniert wie, also alleine diese Ratte auf der Butter da flitzen zu sehen, auf dem Pancake-Backblech, das ist so ein Bild, ich habe den Film jetzt vor 2 Tagen gesehen, ich krieg das nicht aus meinem Kopf, weil es ist ja noch nicht mal so, also man muss ja sagen, es ist ja noch nicht mal so technisch brillant, dass man sagt, oh fantastisch, also sowas habe ich mein Leben noch nicht gesehen, ich glaube so der Puppentrick, technische Höhepunkt wahrscheinlich in Jim Hensons Schaffen ist für mich und bleibt wahrscheinlich Dark Crystal. Mhm. Da geht für mich technisch wenig drüber. Die Idee ist so eine gute und auch dieser kindliche, also die erwachsene Reife, aber dabei irgendwie diese kindliche Lust und den Ehrgeiz dabei zu haben, sowas einfach vor der Filmkamera in Szene zu setzen, ist einfach sowas. Ja, das berührt mich auch tatsächlich, weil ich eben auch sehe, ich kann quasi ahnen, förmlich spüren, was für einen Spaß die Menschen hinter der Kamera daran gehabt haben müssen, sowas in Szene zu setzen. Ich sehe quasi Hansen vor mir und Oss und alle, die am Drehbuch beteiligt waren, wie sie sowas auf Papier schreiben oder in die Schreibmaschine tippen und sich denken, oh Mann, das wird der Hammer, wenn wir das drehen. Ja, schön. Und nochmal eine kurze Lanze gebrochen für Eberhard Storick, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, der eben, ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mir fast davon aus, dass er hier auch wieder am Dialogregie war, weil er ist relativ häufig zu hören. Wird entweder als Koch oder eben als Gesangsstimme von Scooter, was nie passte, aber ist auch egal. Der dann eben aber auch sicherlich so eine Sachen sich hat einfallen lassen, wie eben den Akzent, den Kermit halt hat, wenn er seine Scams halt da durchzieht, einzudeutschen. Dass eben das Horst Gänzen dann halt einen Berliner Akzent geben darf, wenn er da mit seiner Mini-Plea halt auf dem Kopf bei John Landis reinschneit oder eben einen Wiener Akzent hat, wenn er da die Liza Minnelli-Nummer macht. Das ist schon ganz süß einfach und denke mir, ja, warum nicht? Ja, also irgendeine Referenz braucht man ja. Und dann passt es halt ganz gut. Ich sehe gerade. Du hast übrigens recht, der Dialog, Drehbuch und Regie war auch Eberhard Storick, genau. Ja. Wolfgang Hess spricht Pete hier, den Koch und Pete Styler, Inhaber von Pete Styler, das hätte ich natürlich gern gehört. Ich glaube, ich muss mir eines Tages den Film auch noch mal auf Deutsch angucken, wenn ich hier so die Stimmen sehe. Einige sehr coole Leute dabei, muss man sagen. Ich fand übrigens, dass Kermit in seiner Aufmachung als Produzent in dem Restaurant, wo die Ratten unter den Tischen hinterflitzen, hat mich wahnsinnig an Arthur Brauner erinnert. Tatsächlich, ja. Ich meine, der Schnurrbart passt zwar nicht von der Form, aber die Attitüde stimmt, finde ich auch. sehr schön. Marianne Wischmann, Michael Habeck, sehr schön. Okay, ich muss hier nochmal auf Deutsch gucken, glaube ich, sehe ich hier gerade. Ja, mach das. Bist du einigermaßen happy oder bist du jetzt enttäuscht? Nein, ich bin total happy. Ich habe mich sehr gefreut, sehr konstruktiv mit dir über diesen Film geredet zu haben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben auch so ein bisschen Panik geschoben, weil der Film ja eben nun mal, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, so überhaupt nicht in unser Konzept passt. Also gar nicht. Also Dark Crystal, Labyrinth, das sind natürlich schon Sachen, die halt sehr wohl halt auch, sagen wir mal, diesen Fantasy-Aspekt, den wir ja öfter mal haben, bedienen und andere Sachen, die vielleicht ein bisschen düsterer sind und sowas. Aber die Muppets, ich meine, wir haben auch schon mal über das letzte Einhorn geredet. Eine Weihnachtsfolge. Auch, Weihnachten nehmen wir uns immer sowas raus, genau. Aber auch der hat natürlich so seine dunklen Momente und all das. Ne? Oh ja, deutlich mehr als dieser Film, ja. Aber ich finde, es funktioniert. Ich war eben auch ein schönes Experiment, mal über einen solchen Film mit dir zu reden. Quasi, und zwar nicht privat, sondern halt so hier quasi am Mikro. Von daher bin ich da sehr happy drüber. Und dass er dir zu 70% gefallen hat, ist für mich mehr als genug.
Nächste Woche wollte ich sagen, begeben wir uns mehr so Richtung klassisches Bahnhofskino, aber eben auch nicht wirklich, weil ist eine relativ große Produktion, aber was die Zielgruppe zumindest betrifft, bewegen wir uns so auf halbem Wege zwischen Muppets und der Schlitzer. Nämlich, wir gucken uns einen Film an mit einer Altersfreigabe ab 16 und da wird auch drin geschossen und Menschen sterben, aber es darf auch gelacht werden. Wir sprechen tatsächlich über einen Lieblingsfilm meinerseits. Kein Top-10-Material, aber ich liebe ihn wirklich sehr und das Schöne ist, wir sind hier vollkommen frei von irgendwelchen Franchises. Es gibt kein Prequel und kein Sequel zu diesem Film, der steht für sich und deswegen wahrscheinlich auch vielleicht für dich die Möglichkeit, den unvoreingenommener zu betrachten, auch wenn du ihn noch nicht kennst. Wir reden über Thunderbolt and Lightfoot, die letzten beißen die Hunde von Michael Cimino. Oh, cool. Die wir relativ selten haben im Podcast dafür, dass wir ihn so mögen. Ja, er hat ja auch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ja, ich glaube, Deer Hunter ist eines Tages dran. Ich weiß allerdings auch noch nicht, in welchem Kontext. Der braucht ja auch immer ein bisschen Zeit, ne? Weil der dauert ja auch seine gut 3 Stunden. Und ja, Year of the Dragon fände ich allein aus politischen Gründen auch nochmal interessant. Ja, ja, ich verstehe. Sehr cool. Ich freue mich und sehr drauf. In der Folgewoche dann voraussichtlich auch wieder im Doppelpack. Gucken wir mal, aber ich glaube, die Chancen stehen gut. Die Chancen stehen gut. Vielen herzlichen Dank für deinen Filmwunsch und das gute Gespräch. Und danke an alle Menschen, die uns unterstützen. Ich danke auch. Bye-bye. Yes. Bye-bye. I remember what you promised about getting married? Low blows. Oh, the sounds of love. Oink, oink. Revenge. And finally. Do you, Froggy, take this pig to be your lawful wedded wife? Find out if they really make it when the Muppets take Manhattan. The Muppets, the way you've never seen them before.